Also eigentlich haben wir ja voll die coole Freundschaft. Ja, und wir können uns wenigstens vertrauen. Nicht so wie die beiden anderen. Mandy, ich muss dir was sagen. Ich glaube, ich bin schwanger. Was? In welchem Monat denn? Ich weiß nicht, aber bitte sag's keinem. Hört mal, Chantal ist schwanger! Was? Aus solchen Geheimnissen werden immer schnell Gerüchte. Ja, weil immer jeder Zeug dazu dichtet. Die Chantal ist schwanger. Chantal ist schwanger von Justin, er ist ein Zwilling. Ey? Ja, hab ich gerade erfahren. Boah, das muss ich gleich der Jacqueline erzählen. Hey Jacqueline, Chantal ist schwanger mit Zwillingen und Max ist der Vater. Mein Max? Ein Glück, dass das bei uns nicht so läuft und wir immer füreinander da sind. Und wir den anderen verstehen. Justin hat sich von mir getrennt, weil er keinen Bock auf das Baby hat. An seiner Stelle hätte ich dich auch verlassen. Niemand hat Bock auf dich oder ein schreiendes Baby. Und zusammen wäre das nur doppelt so anstrengend. Siehst du, wenn du mal so richtig traurig bist, würde ich dich trösten. Danke, das braucht man manchmal wirklich. Und erpressen würden wir einander auch nicht. Mandy, kannst du mir vielleicht 20 Euro leihen? Ich habe dir letztens schon 20 Euro geliehen. Du kannst vergessen, dass du wieder Geld kriegst, bevor ich das andere wiederbekommen habe. Ja, aber ich brauche das Geld. Ganz ehrlich, wenn du mir das nicht gibst, dann kannst du unsere Freundschaft vergessen. Bitte, aber du gibst mir das irgendwann wieder. Dein Gesell ist der Beste, weiß ich. Wenn wir so wären, würden wir gar keine richtigen Freunde sein. Genau, ist das gleiche wie mit Lästern. Geiles Outfit. Man merkt gar nicht, dass du vor 2 Wochen noch schwanger warst. Danke, ich habe auch schon echt viel Sport gemacht. Hast du gesehen, wie fett die Chantal geworden ist? Ja, und ihr hässliches Outfit. Ich wäre wenigstens ehrlich und würde dir sagen, wenn du mal nicht so ein hübsches Outfit anhast. Darauf zähle ich und ausnutzen würdest du mich sowieso nicht. Wir haben heute den Skillvergleich von Gorilla und Mensch. Ich würde euch bitten, den Vergleich selbstständig aus dem Buch auszuarbeiten. Fangt mit an. Du, Mandy, hast du die Hausaufgaben gemacht? Ja, aber es hat ewig gedauert. Kann ich die vielleicht abschreiben, weil ich war gestern voll lange noch Baby in Sache shoppen, da hatte ich kein bisschen Zeit. Wenn es sein muss. Aber du hast schon seit Ewigkeiten keine Hausaufgaben mehr gemacht. Danke sehr. Ich würde so ausrasten, wenn du ständig bei mir abschreiben würdest. Ja, und außerdem, wenn du mich ständig wegen meinen Fehlern ärgern würdest. Ich passe in keine meiner Klamotten mehr rein. Ich fühle mich so fett. Kein Wunder, nur weil du kein Kondom benutzen kannst, bist du jetzt so fett wie ein Walross. Ich würde mich niemals gegen dich stellen. Er hat gesagt, er kommt gleich. Hey. Wenn du dich nicht um dein Kind kümmern willst, musst du wenigstens Geld bezahlen. Ey, nee, ganz bestimmt nicht. Oh doch, ganz bestimmt. Stimmt's, Mandy? Also, Chantal, an seiner Stelle würde ich auch nicht für dich und das Baby bezahlen. Was bist du für eine Freundin, ganz ehrlich? Jetzt bist du auf seiner Seite? In einer richtigen Freundschaft hat man doch aber auch Gemeinsamkeiten. Ja, stimmt. Gehen wir nächste Woche zusammen zum Kinderarzt und danach zum Reiten? Schließlich lieben wir beide ja Pferde. Ja, ich freue mich schon. Okay.
Boah, ich hab echt keinen Bock auf den Mist. Ich hab eh nichts davon. Zum Glück sind wir befreundet und machen gerne etwas zusammen und können uns aufeinander verlassen. Ja, ich hab dich lieb. Bin gleich da, deine Chantal. Sorry, dass ich spät bin, aber ich konnte nicht so schnell laufen wegen der Kleinen. Und unterwegs habe ich noch Janina getroffen. Wir hatten uns so viel zu erzählen, deswegen. Okay, ist doch egal. Okay, lass es gehen. Was ist das Wichtigste bei einer Freundschaft? Das Wichtigste sind Begegnungen, dass man auch zuhören kann untereinander. Das Wichtigste einer Freundschaft ist, dass man sich nie unbedingt dauernd sehen muss, aber dass man weiß, dass der andere für einen da ist, wenn es hart auf hart kommt. Ehrlichkeit. Ey, wisst ihr noch der hübsche Typ neulich? Ja, das war ja mein Mädel. Ja. Ey Leute, wieso lege ich das in den Einkaufswagen? Weißt du es nicht mehr? Das war auf der letzten Party. Oh, die Party war so nice. Ja. Egal, wir müssen eigentlich wieder richtig feiern gehen. Auf jeden Fall. Ja. Aber diesmal so, dass Pascal auch noch was weiß. Ja, ich möchte wieder mit Freunden feiern gehen und mit einer Flasche klaren und 3 Kästen Bier. Wieso braucht man eigentlich Alkohol, wenn man mit Freunden unterwegs ist? Ich meine, ich hab auch jetzt Spaß mit euch. Auf Limo und Vanillemilch. Prost! Prost! So, jetzt geht die sauer Party! Willst du nicht mal auf Wasser umsteigen? Mir ist doch gerade so geil. Komm, Kevin, wer das meiste ist. Auf Wächs! Nee, Alter, lass mal. Ich glaub, du hast Zeit genug. Wir wollten uns nicht volllaufen lassen. Man macht doch sonst keinen Spaß. Ich bin mit Freunden hier, um Spaß zu haben. Wozu brauche ich dann noch den Alk? Eben, und außerdem ist es viel cooler ohne Alkohol, damit man am nächsten Morgen nicht noch was weiß. Ja, gut. Wenn ihr meint, was ich denn jetzt trinken? Wollen wir wieder tanzen gehen? Ja. Ja. Gut. War ja so geil. Boah, na, Alter, brummt der Schädel noch? Ey, Alter, hör mal auf. Ey, Pascal, so schlimm kann dein Kater nicht sein. Ja, stimmt schon. Normalerweise würde ich um diese Uhrzeit am Klo hängen und mir die Seele aus dem Leib kotzen. Siehst du? Ja, ganz ehrlich, Leute, ohne euch hätte ich mich gestern wieder abgeschossen. Eigentlich war es auch ganz witzig, seitdem ich auf Limo umgestiegen bin. Auf Limo und Vanillemilch. Prost. Prost. Was zeichnet für Sie einen wahren Freund aus? Ein wahrer Freund ist jemand, der Probleme erkennt, auch wenn jemand Probleme hat, sich diesen annimmt und versucht, Lösungen zu finden dafür. Ich würde sagen, Vertrauen, sodass man dem einfach alles erzählen kann und so. Okay. Und ja. Ja, dass einem zuhört und halt auch für einen da ist. Dass ich mich auf meinen wahren Freund immer verlassen kann, dass er für mich da ist. Dass ich mit all meinen Sorgen zu denen kommen kann. Ja, und dass er immer ein offenes Ohr für mich hat. Boah, Alter, die Schuhe sind schon ganz schön geil. Wenn ich die hätte, ey. Aber ich habe ja gar kein Geld mehr. Apropos, wo bekomme ich das denn eigentlich? Ey, ich muss mir da echt irgendwas einfallen lassen, sonst bin ich ganz schön am Arsch. Jakob! Ah, ich bin wieder da! Wie war dein Tag? Ja, war okay.
Jakob? Ich mach jetzt Mittag. Hast du schon gegessen? Nee, hab ich noch nicht. Okay, ich gehe jetzt in die Stadt. Ich dachte, wir essen zusammen. Es wenigstens in der Stadt was. Ja, ja. Hey, yo, Digga. Hey, alles klar? Ich wollte nochmal sagen, danke für die Jacke von letzter Woche. Kein Ding, das Alter. Das war richtig geil. Hey, yo, Emma. Hallo, Jakob. Schicke Schuhe. Wo hast du die denn her? Ja, von dem Laden da drüben. Aus dem teuren Laden? Ganz genau. Hey, nice. Ich bräuchte auch mal wieder neue. Das ja, dann gehen wir da einfach hin. Ja, okay. Es geht. Ah, guck mal, hier sind auch noch welche. Guck mal, hier unten vielleicht. Ich gehe jetzt mal noch Schuhe für mich gucken. Alles klar. Ich glaube, deine, die sind hier irgendwie gar nicht, oder? Aber die sind doch auch eigentlich ganz geil. Die sind nicht ganz so meins, aber naja. Hier sind ja aber alles so, ist alles so Leder. Ja, stimmt schon. Aber, oh, Jakob, hier, solche. Yo, die habe ich ja noch nie vorher gesehen. Die sind ja richtig nass. Ja, die sind richtig cool. Also die nehme ich auf jeden Fall. Schaut mal, ich habe auch Schuhe gefunden. Wie findet ihr denn die? Ja, die sind wirklich ja, sind eigentlich schon ganz geil. Ja. Passt perfekt zu meinem Outfit. Ja. Hallo. Guten Tag. Kann Hallo. Ich Ihnen helfen? Ich würde gerne die Schuhe hier nehmen. Ja, super. Genau, und ich nehme diese wundervollen roten. Oh ja, kann ich Ihnen nur empfehlen, die neue Herbstkollektion, das Beste vom Besten. Sehr schön. Es war kein Preis dran, deswegen, was muss ich für die bezahlen? Die würden 110 Euro kosten. Okay, alles klar, die nehme ich auf jeden Fall. Gut, dann nehme ich hier schon mal für Sie mit in die Kasse. Genau, vielen Dank. Gut, ja auch? Ja. Dankeschön. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe gar nicht so viel Geld mit. Herr Dicker, kein Ding, mach dich in den Kopf, ich bezahle dir das. Ja? Ja. Okay. Mach dich keine Sorgen. Richtig cool, okay, danke. Oh, oh shit, ich muss los. Ich muss zur Bahn. Ey, Jakob, du, ich muss jetzt leider auch los, sorry. Also, peace out. Und ich dachte, die könnten mir bei Mathe helfen. Löckchen, weißt du, was mir gerade im Supermarkt passiert ist? Ich stand an der Kasse und hatte kein Geld mehr mit. Hätte ich die Kreditkarte nicht gehabt, hätte ich nicht bezahlen können. Weißt du, wo das ist, das Geld? Nee, weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Ich muss jetzt auch eh Mathe machen. Okay, dann viel Spaß. Wir sehen uns oben beim Abendbrot. Ich check das ja mal gar nicht, ist ja richtig scheiße. Jo, kannst du mir bei Mathe helfen für die Klassenarbeit morgen? Ich check das echt überhaupt nicht. Boah, nee, ey, heute geht gar nicht, mir ist total schlecht, mir ist kotzübel. Ja, ciao. Nee, ey, ich kann halt echt nicht, ich muss noch zum Fußball, sorry. Ach so, nee. Ich muss noch meine Oma besuchen. Ja? Ja, tut mir leid, ich habe Mathe selber nicht verstanden. Ja, ciao. Ja, ciao. Fuck, Alter. Was war denn da los? Konnte dir denn keiner von deinen vielen Freunden helfen? Was wäre ein Grund für sie, die Freundschaft zu beenden? Ein großer Vertrauensbruch. Lügen, Betrug. Wenn er mich enttäuscht, beschwindelt oder sowas.
Meine Eltern haben gesagt, ich kann so viele einladen, wie ich will. Nee, also ihn will ich nicht einladen. Ja, außerdem riecht er komisch. Also wenn alle kommen, werden es so um die 50 Leute sein. Ja, das wird eine richtig geile Party. Aber ich weiß noch gar nicht, was ich anziehen soll. Das Türkise oder das Schwarze? Weißt du was? Ich probiere es einfach mal an. Janine schaut echt super aus, findest du nicht? Nicht wirklich. Ich finde das Kleid super. Ich finde, es sieht aus wie eine Schaufensterpuppe. Aber guck mal, wie viele da sind und sie bewundern. Ich meine, bei meiner letzten Feier konnten wir die Gäste an einer Hand abzählen. Aber wir hatten doch auch Spaß, oder? Na klar, mit dir habe ich immer Spaß. Aber manchmal wäre es vielleicht auch lustiger, wenn ein paar mehr da wären. Ja, aber sieh doch mal an, wer da um sie rumtanzt. Auf solche Freunde kannst du echt verzichten. Kann ich reinkommen? Ja, klar. Hey, Schatz. Wie geht's dir, Schatz? Geht so. Hier deine Medizin für später. Danke. Was ist mit Schule? Ich habe meine Freunde auf WhatsApp schon angeschrieben. Sie haben auch alle meine Nachricht gelesen, aber es hat noch keiner geantwortet. Also hat sich keiner erkundigt, wie es dir geht? Nein. Na, sag doch Madeleine, sie kann später vorbeikommen, um dir die Hausaufgaben zu geben. Ich habe schon probiert, sie anzurufen, aber sie ist nicht rangegangen. Und Sophia? Kann ich auch nochmal probieren, aber ich bin erstmal müde. Na, von irgendjemandem musst du ja die Hausaufgaben kriegen. Das weiß ich selbst, aber ich habe keine Lust, mit Freunden zu reden, die ich gar nicht habe. Okay, wir reden später. Meine Oma war echt lieb. Und ihre Kekse, das waren die besten, die ich je gegessen habe. Danke, dass du mit zum Friedhof gekommen bist. Ohne dich wäre ich wahrscheinlich gar nicht erst hierher gekommen. Aber das ist doch selbstverständlich. Wenn meine Oma gestorben wäre, dann hättest du mir auch geholfen. Und dafür sind doch Freunde da, oder etwa nicht? Wie viele Freunde braucht man wirklich? I don't know, one I guess. Man braucht nicht viele. Ich finde, ein paar reichen, ein enger Kreis. Wenige. Und ein kluger Chinese hat mal gesagt, also jeder Mensch ist glücklich, der am Ende seines Lebens drei Menschen als seine wahren Freunde nennen kann. Und ich denke, da hat er recht. Mal das Bett an, das sieht ja voll cool aus. Ja, das Bett, das ist schon ziemlich cool. Lass nehmen. Ja. Guck mal da drüben. Oh, die haben ja voll Spaß. Lass mal hingehen und fragen, ob man mitmachen kann. Ihr macht immer so coole Dinge. Und wir wollten mal fragen, ob wir da mit dabei sein dürfen. Wäre das okay? Ja, das könnt ihr aber sowas von knicken. Kommt, lasst uns gehen. Die mal die Kleiner. Ich meine, wir könnten immer Neuzugänge gebrauchen, oder nicht? Ich bin auch dafür. So dumm sehen sie auch nicht aus. Naja. Okay, lasst uns beraten. Gut. Also, was machen wir? Also, ich würde es auch nicht. Ich will da gehen. Niemals. Die doch aber auch. Wenn sie unsere Kinder sind bestimmt nicht so schlimm. Dann müssen wir eine Mutprobe stehen. Ja. Okay. Was sollen wir machen?
Ja, ja, ja. Auf dem Parkplatz. Ja, das ja, ich ja, ja, das ist eine gute Idee. Ja, okay, 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 so machen wir das. Gut, aber keiner darf sie sehen. Ja, okay. Ihr müsst ein Fahrrad klauen. Drüben auf dem Parkplatz. Aber keiner darf euch erwischen. Genau, und wir wollten nämlich schon immer mal ein neues haben. Dann seid ihr drin. Okay, wir sind dabei. Bis nachher. Okay. Okay. Seht ihr das Fahrrad dort? Das müsst ihr klauen, dann gehört ihr zu uns. Stimmt, Schmitti? Ja, genau. Und wir verstecken uns da drüben. Lasst euch nicht erwischen. Naja, wir werden ja sehen. Das sollen wir knacken? Wir wissen noch gar nicht, wie das geht. Aber wenn wir jetzt zugehören wollen, müssen wir es machen. Ja, stimmt auch. Naja, geht so. Oh, Lena, es tut uns so leid. Ja, es war eine richtig bescheuerte Aktion von uns. Das war echt nicht so geplant. Komm, lass uns einfach Freunde sein, oder? Ja. Ja. Tja, dumm gelaufen. Hä? Hä? Was denn? Guck mal, die schon wieder. Ach, nee. Hallo, Frau Oberwachtmeisterin. Hallo. Ich sehe, dir geht's schon wieder besser. Ja, mir geht's gut. Sowas macht ihr aber nicht nochmal. Das hätte doch anders ausgehen können. Das wissen wir. Nie wieder so ein Schrott mit Mutproben. Ich muss jetzt weiter die Welt retten. Was halten Sie von Freundschaft im Internet? Freundschaften im Internet? Sind sehr oberflächlich. Ja. Müssen nicht unbedingt, also sind keine Freundschaften, sind halt Bekannte. Wenn man sich sicher ist oder sich schon zum Beispiel auf Skype gesehen hat, dann halte ich das für gar kein Problem, weil man dadurch ganz neue Horizonte entdecken kann und auch andere Regionen oder manchmal auch Kulturen sogar kennenlernen könnte. Da kann ich gar nichts dazu sagen, weil ich da nichts habe. Ich habe keine Lust, dir heute eine Entschuldigung zu schreiben. Beeilst du dich mal ein bisschen? Ja. Ja, du hast nur noch eine halbe Stunde. Na und? Ja, du willst also nicht zu spät kommen. Hm.
Steht bei dir heute irgendwas an? Arbeit. Und wo? Physik. Hast du dafür gelernt? Geht schon. Du musst dafür aber lernen. Das sage ich dir immer wieder. Naja. Du willst doch einen guten Abschluss haben. Hm. Naja, wie auch immer. Du, ich muss jetzt los. Also, beeil dich bitte. Wiedersehen. Tschüss. Scheiße. Morgen. Morgen. Letzte Woche haben wir eine Mathe-Klassenarbeit geschrieben, ne? Nicht so goldig. Oh, Tom, auch schon da, ne? Sehr schön, dann kannst du jetzt losgehen. Ich geb's euch erstmal wieder aus. Antonia, wenigstens ein Licht in der Klasse. Eins, sehr schön. Andersdorf, ist okay. Sarah, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Weißt du selber. Mhm. Dann Marc, ja. Der ist heute nicht da. Nimmst du mit? Ja. Und dann Tom. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir sie gleich an zu berichtigen. Erste Aufgabe. Wer hat da was hingeschrieben? Antonia? In Klammern x plus y hoch 2 ist gleich x Quadrat plus 2xy plus y Quadrat. Sehr schön, richtig. Machen wir gleich weiter. Zweite Aufgabe. Wer hat die? Hennersdorf? Nee, die hat sie nicht. Okay. Sonst irgendjemand? Antonia, du auch nicht? Okay, schreibe ich sie mal an der Tafel an und ihr passt gut auf. Die Aufgabe war, Klammer auf, a minus b, Klammer zu, ins Quadrat ist gleich a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Das haben wir alles gemacht in der Stunde. Binomische Formel, das muss man haben fürs Leben, das ist wichtig. Merkt euch das, alle aufschreiben. Keine Augenkopf, Idiot.
Ja. Und wie war die Schule? Ja, ganz okay. Hast du jetzt irgendwelche Hausaufgaben auf? Ja, aber die mache ich gleich. Du machst die jetzt. Aber kann ich die dann nicht? Nein, du machst die jetzt und mach den Laptop aus. Ja. Wenn du fertig bist, kommst du zum Essen. Ja. Mann, schreibst du schon wieder mit dieser Internetfreundin? Och, Mama. Du weißt doch ganz genau, dass du dir echte Freunde suchen sollst. Mama, sie ist nun mal meine beste Freundin, ja? Versteh das. Hallo, die verarscht dich doch nur. Versteh das doch mal. Nein, die würde mich nie verarschen. Ihr vertraue ich wirklich alles an. Ich will nichts mehr davon hören. Jetzt lass mich doch in Ruhe, geh weg einfach. Mann, ey.